Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Was geht? Heute habe ich den Wendy Wape Kansai RTA am Stissel. Sehr, sehr geiler Tank. Ohne Scheiße, sehr, sehr geiler Selbstwickelverdampfer. Wir bauen noch heute hier diese Big Aliens von All Necromine. Wer ihn nicht kennt, abchecken den Litten. Lieben Keulbauer ist ein super, super netter Mann und baut auch wirklich geile Coils. Ja. Kennt ihr RTA? Ihr seht, gibt es in verschiedenen Farben. Matt Schwarz, Stainless Steel, Gold, Rainbow, Ply, Blau, geiles Wickeldeck, 3D Airflow oder wie auch immer man das nennen will. Und es gibt da noch so ein Bubble Glass. Habe ich das Bubble Glass auch da drin noch? Ist das noch da? Ja, das ist noch da. Aber habe ich niemals benutzt bis jetzt, weil mit dem Bubble Glass gefällt das Ding mir absolut nicht. Ihr seht es hier unten, das sieht mega schwul aus. In dem Sinne, nicht lange schnacken, wir gehen jetzt erstmal runter in die Detailansicht, gucken uns das Teil mal an, zerpflücken das dann mal und dann dampfen wir gleich eine Runde. Fazit! Ja, Fazit vom Kansai von Wendy Wape. Also ich kann nichts Negatives sagen. Ganz ehrlich, außer vielleicht die Deckaufnahme finde ich jetzt nicht so geil, ne? Dieses komische nach außen gewölbte, das ist so richtig oldschool-mäßig, aber man kriegt problemlos die Coils eingebaut, ne? Ihr seht das hier, ihr habt doch so diese kuriose Airflow, ne? Das sind noch so Löcher, dadurch entsteht noch so ein bisschen mehr Luftverströmung oder Luftverwirbelung und dadurch soll das Ganze so ein bisschen smoother rüberkommen. Oh mein Gott, this is so smooth. Naja, ob das Ganze dann wirklich letztendlich so smooth ist, wie es angepriesen wird, ich merke keinen Unterschied zu normalen Airflows von vorher. Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Aber matt schwarz. Matt schwarz ist einfach super geil. Und das Ganze jetzt in der Kombi mit der Cylon sieht das wahnsinnig geil aus. Ohne Scheiß. Also es ist jetzt ein richtig cooles Setup eigentlich. Hier die Cylon und dann noch das Blau von Berry Tart so. Digga, das ist nice. Ohne Scheiß. Also er macht wirklich geilen Geschmack. Vor allem die Airflow, man kann sie natürlich einstellen. Ne? Also ich kenne keinen, wo man es halt nicht mehr einstellen kann. Jetzt mache ich mal zur Hälfte zu und wir gucken mal. Ich erwische mich mittlerweile immer mehr dabei, wie ich die Airflow immer mal so ein bisschen mehr zumache wie vorher. Ne? Dadurch kommt der Geschmack nochmal viel, viel geiler rüber. Finde ich halt geiler, wie wenn man halt mehr Luft sieht, wie Geschmack oder sonst irgendwas. Ne? Wie gesagt, designtechnisch Bombe. Wickelkomfort 50-50, würde ich sagen. Also das Deck hätte man können meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen anders da gestalten können. Also in der Zeit von heute ist das halt nämlich so fresh. Ne? Man hat die Möglichkeit mit den zwei Gläsern zwischen 2 und 4 Milliliter Tankvolumen auszuwählen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Wobei ich halt echt finde, dass das dickbäuchige Glas, ihr seht das hier, sieht scheiße aus. Dann verzichte ich lieber auf 2 Milliliter Tankvolumen, habe aber dafür ein Glas drauf, was stylisch aussieht. Ne? Ganz ehrlich, ohne Scheiß, das ist nicht so geil. So, Verarbeitung, alle Gewinde laufen astrein, ohne Scheiß, Trip-Tip und alles kann man super drauf machen, wieder abmachen. Top-Feeling-System funktioniert tadellos, ne? Also ich rede da von den Gewinde. Butterweich laufen die wirklich. Airflow lässt sich auch schön einstellen, die hat so einen leichten Widerstand, wenn man die ein bisschen einstellen will. Finde ich auch ganz gut, weil dann verstellt sie sich auch nicht von ganz alleine. Lieferumfang top wie immer, wie gesagt, wir haben halt Handmade-Coils eingebaut. Finde ich viel, viel geiler. In dem Sinne, wir sind am Ende angekommen, ob ihr den Kansai jetzt wollt oder nicht, das liegt natürlich an euch. Links oder Vorschläge habt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung drin, checkt es einfach aus. Wenn ihr da Bock drauf habt, Freunde, lasst mir lieben gerne Like oder Abo da. Wir sehen uns die Tage nochmal, eventuell sogar direkt schon morgen wieder. Stay true, join the website of life und bis demnächst. Ciao.